إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, liebe Geschwister, freut uns, dass wieder euch hier im Hause Allahs Azza wa Jal begrüßen zu dürfen, wo wir die Gäste Allahs Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala sein dürfen. Und er ist der beste Gastgeber subhanahu wa ta'ala. Und er liebt diese Plätze am meisten, das solltet ihr wissen. Und tauscht nicht das Üble mit dem Guten ein, sondern tauscht immer nur das Schlechte mit dem Guten ein. Das heißt, was ihr Schlechtes früher gemacht habt, so kommt zu dem Guten. Wenn ihr früher in diesen Shisha-Bars wart, wenn ihr früher in diesen Cafés wart, in den Diskotheken wart, so gedenkt der Gnade Allahs Azza wa Jal an mich und an euch, dass er uns herausgebracht hat von der Finsternis hin zu den Plätzen, die er subhanahu wa ta'ala am meisten liebt. Und so sagt uns Allah azza wa jalla im Koran, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. So wart ihr früher gewesen, so hat Allah euch daraufhin recht geleitet, so macht die Sache klar. Und wir sollten immer dieser Gnade gedenken, Allahs Azza wa Jal, denn viele Leute von uns, liebe Geschwister, sie waren schon auf der Kante des Höllenfeuers. Ey Wallah, wenn Allah wollte, hätte er uns in der Zeit der Jahiliyya sterben lassen können. Allah Qadir, hätte Allah die Kraft, die Macht dazu gehabt. Aber er hat uns herausgebracht von dieser Jahiliyya hin zu dem Weg seiner Rechtleitung, wo wir von ihm subhanahu wa ta'ala eine neue Chance bekommen haben. Ich sage nicht, dass wir auf diesem Weg allesamt sterben werden, auf dem Weg der Rechtleitung. Allahumma thabbitna ala dinil haq. Aber ich sage eins, er hat uns die Türen geöffnet, Allah azza wa jalla. Wir haben die Wahrheit jetzt gesehen, mit unseren eigenen Augen. Und wir haben die Süße des Iman gespürt. Wir haben diese Halwa im Herzen gespürt, diese Süße. Also die Frage ist, willst du das wieder eintauschen für dein vergangenes Leben, von wo aus du bereut hast? Und das ist das Merkwürdige in unserer heutigen Zeit, dass viele Geschwister, die den Weg der Rechtleitung aufgezeigt bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, sie fallen dann zurück in ihre Jahiliyya. Die Frage ist doch, warum habt ihr bereut? Von was habt ihr bereut? Offensichtlich waren sie unzufrieden mit diesem Leben. Sah. Daraufhin, nachdem sie unzufrieden waren, kehren sie, nachdem sie den Weg der Rechtleitung aufgezeigt bekommen haben und nachdem sie von Allah azza wa jalla die Gunst bekommen haben, diesen Iman zu schmecken, diesen Glauben zu schmecken, so kehren sie daraufhin wieder zu ihrem alten Leben zurück, von wo sie aus bereut haben. Ist das merkwürdig oder nicht? Wallah, hier sieht man, dass diese Reue von diesen Leuten ernst war oder nicht ernst war, niemals ernst gewesen sein kann. Wisset das. Denn wenn sie ernst wäre, würde man sich dagegen sträuben, zu diesem alten Weg zurückzukehren. Wer von uns möchte zum Kufr zurückkehren, nachdem Allah Azza wa Jal ihm die wunderschöne Seite des Iman, des Glaubens gezeigt hat? Wer von uns? Wer von uns ist bereit, nachdem Allah Azza wa Jal ihm von der Kante des Höllenfeuers weggebracht hat, zu sagen, ich nehme jetzt richtig Anlauf und springe herein in das Höllenfeuer. Sowas tut keiner, außer der niemals wahrhaftig bereut hat bei Allah azza wa jalla, sondern er hat sich zwar den Weg der Rechtleitung angeschaut, aber er war nicht zufrieden mit Allah als Herrn und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet und mit der Religion des Islam. Und das ist ein großer, fataler Fehler, den wir machen würden. So wirst du in der Dunya verlieren und in der Akhira. Möge Allah azza wa jalla unsere Herzen festigen. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer ein Bittgebet. Und ich lege es meinen Geschwistern jedes Mal ans Herz. Warum? Weil auch der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam uns dieses beigebracht hat. Ya muqallib al-qulub, Abdurrahman. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi
على إبراهيم على دينك. Ihr müsst das wirklich schon den kleinen Kindern beibringen, den kleinsten Kindern, damit wir so aufwachsen, groß geworden sind. Wir sind leider nicht so mit dem Islam groß geworden und ich denke, das teilen viele Geschwister mit mir. Wir sind mehr oder weniger groß geworden in einem Land, wo es Krieg gab. Da musstest du gucken, was es bringt der nächste Tag, wie kann ich mich vorbereiten auf den nächsten Tag. Da hat man nicht geplant für 2, 4, 5, 6 Monate, sondern man hat von der Hand in den Mund gelegt. Und islammäßig haben wir nichts vieles beigebracht. Deswegen müssen wir jetzt wieder gut machen, was wir von unseren Eltern nicht bekommen haben. Möge Allah unseren Eltern vergeben, ihnen verzeihen. Denn im Krieg waren sie beschäftigt und sie hatten nicht die Möglichkeit gehabt, sich richtig mit der Religion auseinanderzusetzen. Aber wisset eine Sache, liebe Geschwister. Wir werden nach unserer Gnade gefragt, dass wir diese großartige Religion jetzt in unserem Herzen verinnerlichen, was wir auch mit unserer Familie gemacht haben. Und jeder von uns hat einen Vater, jeder von uns hat eine Mutter, jeder von uns hat Bekannte, Verwandte. Wir müssen den Leuten diese Religion nahelegen. Aber wie? Nehmt den Islam an. Ihr seid verflucht, wenn ihr diesen Islam nicht annimmt. Leider ist die heutige Dauer so geworden. Ey Wallah, wie viele Leute heute Dauer machen und mehr Schaden anrichten als Nutzen. Deswegen, liebe Geschwister, die Dawah hat uns wer beigebracht? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Niemand war besser auf diesem Weg als er. Sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen folgen wir ihm. Warum? Damit wir die Leute mit Liebe und Barmherzigkeit zum Wege Allahs azza wa jalla rufen. Fabima rahmatin min Allahi ninta lahum, sagt Allah azza wa jalla. Durch die Barmherzigkeit von Allah azza wa jalla warst du wie mit ihm gewesen? Barmherzig. Und wenn du schroffen Herzens wärst, ja Rasulallah, so wären sie dir davon gelaufen. Deswegen lege ich mir und euch ans Herz, dass wir diese Barmherzigkeit in unseren Herzen verinnerlichen, liebe Geschwister, zu unseren Familien, zu unseren Kindern. Und das beste Kapital, was wir haben, sind unsere Kinder. Morgen werden sie groß werden und wer wird Dua für uns machen? Wer wird für uns sorgen? Wenn wir über 30 Jahre alt sind, dann werden es unsere Kinder sein. Bi'idnillah as-Sami'il 'Alim. Eine wunderschöne Überlieferung bei An-Nasa'i. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ein Diener wird Yawm al-Qiyamah zu Allah azza wa jalla zurückkehren. Und er wird seine Abrechnung bekommen. Und dieser Diener ist im Paradies, aber er hat eine Stufe im Paradies bekommen, die er nicht erwartet hat. Dann sagt er, Anna hada, woher kommt dieser Lohn, diese Stufe im Paradies, mit der ich nicht gerechnet habe? So sagt Allah azza wa jalla zu ihm, du hattest einen Sohn, der für dich Bittgebete gemacht hat. Allah akbar. Du hattest einen Sohn, der für dich Bittgebete gemacht hat. Und heute siehst du Leute, subhanallah, wie erzieht er seine Kinder? Mein Sohn, du brauchst das beste Auto. Mein Sohn, du brauchst die beste Arbeit. Mein Sohn. Und dann wundert er sich, dass dieser Sohn, wenn der Vater im Sterbebett liegt, nicht da ist. Warum? Was hat er seinem Sohn beigebracht? Nach was hinterher zu laufen? Nach der Dunya. Und dann wundert er sich und er beschimpft seinen Sohn und er hat ihm das eingepflanzt ins Herzen, dass er nur nach Dunya gucken soll. Natürlich wird dein Sohn nicht an dem Tag da sein, wo du stirbst. Weil er muss die Leasingrate bezahlen für das Auto, was du ihm empfohlen hast. Und dieser Sohn muss hinter der Dunya herrennen, wie du es ihm beigebracht hast. So wunder dich nicht, wenn er an diesem Tag nicht an deiner Seite steht. Möge Allah azza wa jalla uns und unsere Familien recht leiten und uns auf diesem geraden Weg befestigen. Liebe Geschwister, in der Kürze der Zeit werden wir heute bi'idnillah ta'ala über den Tafsir sprechen, über die Erläuterung, die Erklärung von Surat. Was haben wir gerade gelesen im Isha-Gebet? Al-Kafir. Darüber werden wir heute bi'idnillah as-Sami'il 'Alim sprechen. Und ich möchte die kleinen Lieblinge fragen, wer von euch kann uns Surat Al-Kafirun vorlesen? Abdurrahman kann es, er lächelt schon. Er sagt, wenn, dann fragt mich nach Surat Al-Baqarah oder nach Surat Ali Imran, kommst du mir mit Al-Kafirun? تقرا سوره الكافرون يلا تعال هذه تعال ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوره الكافرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا
Allahu Akbar. Dein Vater kauft dir ein Geschenk. War, glaube ich. Und so ist es richtig. Wallahi, so haben wir unsere Kinder, walhamdulillahi rabbil alamin, erzogen. Möge Allah Azzawajal Abdurrahman segnen und seine Familie segnen und sie alle im Paradies vereinen. Das ist eine Sura, über die wir heute sprechen werden, inshallah ta'ala. Qul ya ayyuhal kafir. Sprich, o ihr Ungläubigen. Und diese Sura wird auch Surat al-Ikhlas genannt. Subhanallah, wir haben doch eine Surat al-Ikhlas. Wie ist diese Sura? Ha? Ibrahim, Qul huwa Allahu, Ibrahim, Ahad, Allahu, As-Samad, Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu, Kufuwan Ahad, Allahu Akbar. Ich denke, die beiden können mehr als ihr alle zusammen. Das ist die Surat al-Ikhlas und das ist die Surat al-Ikhlas. Und ihr werdet euch wundern, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es geliebt, diese Surat al-Kafirun zu lesen. Und er las sie oft in Verbindung mit welcher Surah, haben wir gerade erklärt? Mit Surat al-Ikhlas. Bei welcher Gelegenheit? Jetzt wollen wir sehen, ob ihr euch mit der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam beschäftigt. So, ja. Sehr gut. Die zwei Raka'a vor Fajr. Zwei Raka'a vor Fajr. Das sind nur zwei Raka'a, die wir beten, wann? Vor dem Fajr-Gebet. Wann ist das Fajr-Gebet momentan? Hm? Für die Frühaufsteher? Für manche immer um 11 Uhr, egal welche Jahreszeit. Na. 6.30 Uhr ungefähr fängt das Fajr-Gebet an. Und wenn der Adhan ertönt, dann beten wir was? Zwei Raka vor dem Pflichtgebet, vor dem Fajr-Gebet. Und diese zwei Raka sind ausgezeichnet worden, liebe Geschwister, der Gesandte Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam sagte, Raka'at al-Fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Die zwei Raka'a vor Fajr sind besser, höre zu, als die Dunya und was in ihr ist. Allahu Akbar. Sind besser als die Dunya und was in ihr ist. Wenn ein Bruder zu dir kommt und sagt, Alhamdulillah, heute habe ich 200 Euro verdient, du sagst ihm, ich habe deine 200 Euro verdient, dich verdient und was in der ganzen Dunya ist. Mit diesen zwei Raka'a. Mit diesen zwei Raka'a. Und das ist eine große Gnade, die Allah Azzawajal uns gegeben hat. Und ich möchte nur meine Geschwister darauf hinweisen, wenn das bei einem freiwilligen Gebet der Lohn ist, was denken wir dann über den? Über das Pflichtgebet. Möge Allah Azzawajal uns immer dazu verhelfen, dieses Gebet zu beten. Diese zwei Sunan hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Verbindung mit Surat al-Kafirun und Surat al-Ikhlas gelesen. Bei welcher Gelegenheit noch? Na, Bilal. Sehr gut. Sunna von Maghrib-Gebet. Ebenfalls Al-Kafirun und Al-Ikhlas. Wer von euch war bei der Hajj oder bei der Umrah? Kein Wunder, bei den Preisen wundert mich das nicht. Na. Nach dem Tawaf. Sehr gut. Nach dem Tawaf, wenn man wie oft Tawaf gemacht hat? Siebenmal. Dann macht man was? Ha? Wer von euch hat die Umrah vollzogen? Nach dem Tawaf machen wir? Beten wir zwei Raka'a, wenn es geht, wo? Hinter? Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Das ist so, wenn ihr seht, so wie so ein goldenes Dach. Das ist direkt dort, ebenfalls bei der Kaaba, liebe Geschwister. Da betet man dahinter und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von seiner Sunna war es, dass er ebenfalls Al-Kafirun und Al-Ikhlas zusammen gebetet hat. Und es heißt in einer Überlieferung, damit wir den Wert kennenlernen von dieser Sura, nachdem wir gelernt haben, dass diese Sura oft vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gelesen wurde, er sagte, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُوا رُبُعَ الْقُرْآنِ. Diese Sura al-Kafirun macht ein Viertel vom Koran aus. Macht ein Viertel vom Koran aus. Bedeutet, Hamza, wenn du es viermal liest, hast du den Koran durchgelesen. Wenn du diese Sura viermal durchliest, dann hast du den Koran durchgelesen, symbolisch natürlich. Das ist nicht dasselbe, wie wenn du tatsächlich den Koran durchliest. Aber schaut mal diesen gewaltigen Lohn. Qul ya ayyuhal kafirun macht ein Viertel vom Koran aus. Und in einer anderen Überlieferung fragten die Sahaba radiallahu anhu, als sie mit dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam saßen, er fragte sie, er sagte zu ihnen, wer von euch ist in der Lage, jede Nacht ein Drittel vom Koran zu lesen.
So sagten sie, ja Rasulallah, das schaffen wir nicht. Überlegt mal, jede Nacht ein Drittel vom Koran. Es gibt Leute, die schaffen das. Wallah al-Azim, es gibt Leute, liebe Geschwister, sie lieben den Koran so sehr. Wir können uns das nicht vorstellen. Ihr Herz ist verbunden mit dem Koran. Es gibt eine schöne Geschichte, das ist in Hilyatul Awliya von einem der Tabi'in, der blind war. Hilyatul Awliya, das ist ein Buch und das berichtet über die glanzvollen Taten, die die Tabi'in unter anderem gemacht haben, nicht nur sie. Es gab einen blinden Mann, der hatte ein Mushaf an seiner Wand gehängt. Ein Mushaf an seiner Wand gehängt. Eines Tages kam ihn jemand besuchen und er hat sich gewundert, was macht ein blinder Mann mit einem Mushaf, der an der Wand hängt. Er sagte zu ihm, ja, du, was machst du damit? Er sagte, ich verrate dir ein Geheimnis, aber behalte es bei dir. Wann auch immer ich es begehre, im Koran zu lesen, gibt Allah mir für diesen Zeitpunkt mein Selig zurück. Allah. Warum? Allah kennt die Wahrhaftigkeit von diesen Personen. Es gibt Leute, die müssen diesen Wird, diesen Anteil vom Koran jeden Tag lesen. Ein ägyptischer Arzt erzählt, eines Tages hatte er einen Patienten, der operiert werden musste. Und dieser Patient hat so viel geweint. Dann sagte ihm der Arzt, um ihn zu beruhigen, das ist eine Standardoperation, die wir machen. Er sagte, oh Arzt, ich weine nicht deswegen. Wie lange wird diese Operation dauern? So sagte der Arzt zu ihm, circa 5 bis 6 Stunden, dann sind wir durch. Er sagte zu ihm, du wirst mich auch bestimmt betäuben. Er sagte, natürlich, das gehört dazu zur Operation. So sagte er, aber warum weinst du? So sagte dieser Mann, weil ich an diesem Tag, wo diese Operation stattfinden wird, nicht den eigentlichen Anteil lesen kann, den ich jeden Tag lese. Das war sein Grund, warum er so geweint hat, liebe Geschwister. Wegen was weinen wir? Wegen was weinen wir? Schaut mal, subhanallah, was ihn gerührt hat, was ihn bewegt hat. Das war eine Person, der hat den Koran geliebt. Und deswegen sollen wir uns auch mehr mit dem Koran beschäftigen. Und jeden Tag versuchen, einen Teil vom Koran zu lesen. Und wenn du auch nur hereinguckst, Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, sagt, derjenige, der in den Koran hereinschaut, einmal am Tag, und er erhascht schnell einen Blick auf den Koran, so hat er, alhamdulillah, so hat er sich freigesprochen von denjenigen, die den Koran verlassen haben. Weil Allah azza wa jal sagt im Koran, in Surat al-Furqan, und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er wird sich beschweren über seine Umma, yawm al-qiyamah. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Oh mein Herr, wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen, meine Umma, meine Leute, mein Volk, sie haben dieses Buch verlassen. Und Al-Hajr hat Stufen. Die übelste Stufe ist, wal-iyadu billah, das wird eine Person sein, der wird im Grab bestraft. Er wird auf dem Boden liegen und eine Gestalt wird einen Felsbrocken nehmen und es ihn auf den Kopf werfen, bis sein Kopf zerschmettert. Dann wird dieser Stein wegrollen. In dieser Zeit stellt Allah Azza wa Jal Al-Qadir. Er stellt wieder seinen Kopf her, dann kommt die Gestalt wiederum mit diesem Stein und zerschlägt diesen Stein auf seinen Kopf. Und dieses bis Yawmul Qiyamah. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, man haula, wer sind diese Leute? So hat er erfahren von Mikael und Jibril alaihi wasallam, den beiden Engeln. Sie sagten zu ihm, das sind Leute, die haben den Koran gelernt, ihn aber wieder verlassen. Wer ist das? Du fängst an mit dem Weg der Rechtleitung, du liest im Buch Allahs, Kapitel über Kapitel. Du liest wa aqimu salat wa atu zakat, gebietet und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat. Du liest, mach dieses und jenes. Nachdem du das alles gelesen hast und sogar einiges auswendig gelernt hast, verlässt du den gesamten Koran, als hättest du nie darin gelesen. Das ist die Person, die so bestraft wird. Darüber, liebe Geschwister, nicht, dass ihr was Falsches versteht. Man lernt manchmal Kapitel, aber man vergisst auch wieder Kapitel. Diese Person ist nicht gemeint. Sondern es ist die Person gemeint, der den Koran absichtlich verlässt. Möge Allah uns davor bewahren. Du wirst so viel an Lohn bekommen, wenn du Surat Al-Kafirun liest, wie, was? Was haben wir gesagt?
Ein Viertel vom Koran. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fragte die Sahaba radiallahu anhu, könnt ihr jede Nacht, wie viel? Ein Drittel vom Koran lesen. Sie haben gesagt, wir schaffen es nicht. Er sagte, so liest Surat al-Ikhlas. Denn Surat al-Ikhlas hat welchen Wert? Ein Drittel vom Koran. Das heißt, wenn du dreimal Surat al-Ikhlas liest, dann wirst du was bekommen? Als hättest du den Koran durchgelesen. Und derjenige in einer anderen Überlieferung, Sheikh al-Albani hat das als Sahih klassifiziert, wer 10-mal Surat al-Ikhlas am Tag liest, so baut Allah Azza wa Jalla ihm ein Schloss im Paradies. So leicht ist er. Schaut mal, manche Leute hier, der baut 50, 60 Jahre an seinem Haus, dann eines Tages, der kommt kaputt an, macht seine Tür auf, kriegt Herzinfarkt. Was war's mit seinem Haus? Konnte er etwas genießen von seinem Haus? Wenn dann seine Kinder. Aber du wirst so ein wunderschönes Haus bekommen. Bi'idhnillah ta'ala. Nochmal, kul ya ayyuhal kafirun, wie viel Lohn? Ein Viertel. Und Ikhlas? Ein Drittel. Sehr gut. Tay. Surat al-Kafirun, liebe Geschwister. Wir haben sie schon gerade gehört von dem kleinen süßen Abdurrahman. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'bud. O ihr Ungläubigen, sagt Allah Azza wa Jal, indem er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam befiehlt, eine Ansprache an wen zu halten? An die Kuffar. Und wir sollten eine Sache verstehen, liebe Geschwister. Wir lernen von niemand anderen auf beste Art und Weise unsere Religion, außer von Allah und seinem Gesandt. Es gibt Leute, die haben heute, ich meine das ironisch, offensichtlich mehr Hikma und mehr Anstand als Allah und sein Gesandter. Möge Allah uns bewahren. Der sagte, wie kannst du zu einem sagen, dass er ein Kafir ist? Wie hat Allah sie genannt? Kuffar. Was meint er damit? Wenn du zum Beispiel zu einem Juden oder zu einem Christen oder zu jemand anderem sagst, der kein Muslim ist, wenn du zu ihm Kafir sagst, dann denkt er, das ist eine Beleidigung. Also nicht der Kafir selber, sondern dein Bruder. Er sagt dir, das ist doch eine Beleidigung. Dann sagen wir, weißt du es besser als Allah und sein Gesandter. Habt ihr einmal im gesamten Koran, wer von euch liest den Koran? Inshallah. Habt ihr einmal das Wort Ghayr Muslimin gelesen? Nicht Muslime? Im gesamten Koran? Dann gibt es Leute, die wollen uns heute sagen, nein, nimm dieses Wort und erwähnt gar nicht das Wort Kafir. Der Kafir, liebe Geschwister, der Begriff Kafir ist kein Schimpfwort. Das haben wir oft erklärt. Sondern der Begriff Kafir ist eine Zustandsbeschreibung. Wenn wir sagen Kafara, dann meinen wir, der Bauer hat etwas bedeckt. Was hat er bedeckt? Die Ernte, den Samen. Den Samen, die hat er bedeckt. Und man nennt diesen Prozess Kafara. Kafara heißt bedecken. Aber wenn wir das auf die religiöse Ebene übertragen, dann meinen wir damit, was hat der Kafir bedeckt? Die Wahrheit. Der Kafir hat die Wahrheit bedeckt. Und deswegen wird er wie genannt? Kafir. Wer bei uns ist ein Kafir? Jeder, der kein Muslim ist. Wer ist bei uns ein Muslim? Was muss man machen, Ibrahim, um Muslim zu werden? Die Shahada sagen. Sehr gut. Jetzt ihr beide. Du und Abdurrahman. Wie geht die Shahada? Ashhadu. Scheint, dass ihr Muslime seid, richtig? Das ist die Shahada. Wer diese Shahada sagt, so ist er für uns ein Muslim. So wie der AfD-Politiker jetzt für uns ein Muslim ist. Nachdem er was gesagt? Ausländer raus? Nein, nachdem er die Shahada gesagt hat. So ist er jetzt für uns ein Muslim. Oder letztens höre ich noch Leute, sagt ihr, ja, aber Allahu A'lam, und ist das unsere Methode? Sagt es mir. Nein. Wenn jemand den Islam annimmt, dann gucken wir nicht in sein Herz, weil wir nicht in der Lage dazu sind.
Wer La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sagt, so ist er für uns ein Muslim. Und wer das nicht sagt, so ist er niemals ein Muslim, sondern er ist ein Kafir. Wenn der Papst gefragt wird, jemand sagt, Jesus ist nicht der Sohn Allahs, geht dieser für ihn in das Paradies? Wenn du nicht seine Aqidah hast, gehst du für ihn ins Paradies? Nein, er sagt dir, du bist Kafir. Nee, du bist wirklich der Kafir. Das heißt, sie haben auch eine Aqidah. Jeder hat eine Aqidah. Und jeder hat auch den Takfir in seiner Aqidah, jede Religion. Es gibt Leute, die beten was an? Die Sonne. Wenn du ihnen sagst, nein, ich möchte den Mond anbeten, sagt er dir Kafir. Ja. Warum? Weil du nicht das anbetest, was seine Aqidah ist. Und so hat jede Religionsideologie ihre Aqidah. In unserer Aqidah, jemand, der nicht La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sagt, so ist er niemals für uns ein Muslim und kann auch niemals ein Muslim werden. Selbst wenn er nur Allah bestätigt, aber er bestätigt nicht den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, so wird er für uns niemals ein Muslim sein. Es gab damals so einen Möchtegern-Professor, der ist konvertiert und er heißt Muhammad. Und nach einiger Zeit, diese Kuffar haben schon Pläne, natürlich, sie wollen uns damit was Bestimmtes ausdrücken. Nach einiger Zeit hat er gesagt, ich zweifle an Mohammed. Professor. Dann sagen wir ihn, du Jahil, warum nennst du dich Mohammed dann? Nummer eins. Und Nummer zwei, wenn du daran zweifelst, warum unterrichtest du trotzdem weiter den Islam? Aber versteht ihr, was sie vorhaben? Und die meisten Lehrer, Professoren an den Unis hier, wo Kufr unterrichtet wird, die unterrichten hier nicht Islam, sondern Kufr. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Diese Lehrer sind wer? Sind Yahud. Sind Jude. Ja, und wo ist das Problem? Habt ihr gemerkt, wie viele Kuffar eine Übersetzung schreiben vom Koran? Leute, die keine Muslime sind, sie übersetzen uns den Koran. Frage, was haben sie für eine Absicht dabei? Wie viele Muslime kennt ihr, die Bibel übersetzt haben? Und deswegen soll man verstehen, liebe Geschwister, sie wissen, die Kuffar, weil wir über die Wahrheit gesprochen haben, sie wissen, das ist die Wahrheit von ihrem Herrn. Das wissen sie. Und Allah Azza wa Jal hat sie nicht umsonst Kuffar genannt. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Bereits ungläubig sind diejenigen geworden, die sagen, Allah wäre einer von drei. وقالت اليهود عزير ابن الله. Und die Yahud sagen, Uzair wäre der Sohn von Allah Azza wa Jalla. Warum nenne ich euch diese Ayat? Weil es gibt Leute, der sagt dir, nee, die Juden und Christen sind keine Kuffar. Sie sind, wie nennt er sie? Ahlul Kitab. Okay, sie sind Ahlul Kitab, richtig, aber trotzdem Kuffar. Und das ist das Problem, dass wir einen Teil von den Ayat nehmen und wir lassen einen anderen Teil aus. Wenn Allah Azza wa Jalla sagt, bereits ungläubig sind die geworden, dann heißt das, die Sache ist abgeschlossen, beendet. Sie sind Kuffar bei Allah Azza wa Jalla. Und uns interessiert nicht, ob jemand sich bei den Kuffar einschmeicheln will und uns einen neuen Hukum geben will, weil wir diesen wenigenjenigen gar nicht zuhören. Möge Allah Azza wa Jal alle Fitnessstifter zum Schweigen bringen. Das ist alles. Allah hat sie Kuffar genannt, also sind sie für uns Kuffar. Sie sind Kuffar und auch die Mushrikun. Die Mushrikun waren diejenigen in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Was haben sie angebetet, Ibrahim? Die Mushrikun. Vor was haben sie sich niedergeworfen, bitte? Vor den Götzen, sehr gut. Vor den Götzen, Allahumma barik. Diese Leute sind Mushrikun. Haben sie an Allah geglaubt? Ja oder nein? Ja. Sie haben an Allah Azza wa Jal geglaubt. So, jetzt haben wir einen Mushrik und wir haben einen Kafir. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einem Mushrik und einem Kafir? Nein. Also erstmal, jeder Mushrik ist ein Kafir, aber nicht jeder Kafir ist ein Mushrik. Sehr gut. Jeder Mushrik ist ein Kafir, aber nicht jeder Kafir ist ein Mushrik. Wie das? Ganz einfach.
Ein Mushrik, er betet Allahan und neben Allah etwas anderes. Wie zum Beispiel die Götze. Oder in der heutigen Zeit, die Sufis, sie sagen Ja Allah und von der anderen Seite Ja Abdul Qadir al-Jilani. Oder die Schia, Ja Allah, Ja Hussein, Ja Ali. Das ist Schirk. Die Kuffar aber, sie beten Allah überhaupt nicht an, weil sie Allah azzawajal was verleugnen. Mafhum? Die Schirk machen, beten neben Allah azzawajal etwas anderes an. Bei manchen Gelehrten ist Mushrik und Kafir genau dasselbe. Aber nein, es gibt schon, Wallahu ta'ala ala wa ala, einen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen, dass der Mushrik anders ist als der Kafir. Der Kafir, er verleugnet Allah Azzawajal und er verleugnet den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Während der Mushrik sagt, Allah existiert, ich bete Allah an, aber neben Allah Azzawajal bete ich noch etwas anderes an, liebe Geschwister. Das ist der Unterschied. Und daher wisset, Allah hat sie Kuffar genannt und Mushrikun genannt mit seiner vollen Weisheit. Und wer sagt, er hätte mehr Weisheit als Allah, ist für uns auch einer von diesen Gruppen geworden. Möge Allah uns bewahren, dass man sich so etwas anmaßt. Subhanallah, okay, warum haben Sie kein Problem damit, uns Salafisten zu nennen? Und mittlerweile tut das jeder. Warum haben Sie kein Problem damit, uns Terroristen zu nennen? Und ich rede jetzt nicht über 2 oder 3 in der Bevölkerung. Ich rede mittlerweile über was? Über einen Großteil von dieser Bevölkerung. Weil wer sie aufgehetzt hat, diese zionistische Presse, möge Allah soll sie vernichten. Deswegen, liebe Geschwister, versteht das? Diese Begriffe sind wichtig. Stellt euch vor, wir machen das wie diese Leute. Nein, das sind Ahlul Kitab und das sind unsere Brüder. Und wir sind Gläubige und sie sind Gläubige und wir treffen uns einmal in der Woche, mal beten wir in der Synagoge, mal in der Kirche, mal in der Moschee. Das ist doch das Neue, was uns beigebracht wird. Dann Subhan al-Malik, dann sagen wir ihm, du hast deine Religion nicht verstanden. Allah lässt sie so rufen, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ. Sprich, o ihr Ungläubigen. An was Ungläubigen? Yani, Kuffar billah. Ihr seid ungläubig, weil ihr wen verleugnet? Allah Azza wa Jalla. Und diese Ansprache hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur an die damaligen Mushrikin gewandt, sondern die ist für alle gültig. Für alle, die Kuffar sind, liebe Geschwister. Für jeden Kafir, der den Kuffar verinnerlicht, was haben wir gesagt? Kafara bedeutet, etwas zu bedecken. Und der Kafir bedeckt die Wahrheit. Er tut so, als ob er sie nicht kennt. Aber bei Allah erkennt sie, und so haben wir viele Ayat im Koran, wo wir schon darüber gesprochen haben. Tayyib. Es gibt Leute, der sagt Ja Allah, und es gibt Leute, der sagt neben Ja Allah, Ja Al-Hussein, Ja Ali. Das heißt, er betet Allah so an, wie er auch einen anderen anbetet, außer Allah Azza wa Jalla. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهِ. Und wer ist abgeirrter, schaut mal dieser Begriff, wer ist abgeirrter als jemand, der außer Allah Azza wa Jal jemanden ruft, der ihn nicht antworten kann. Wie kannst du jemanden rufen, der dir weder nützen noch schaden kann? Er ruft jemanden, der tot ist. Subhan al-Malik. Wenn er jemanden ruft, der tot ist, dann hat er gar nicht verstanden, dass diese Person nichts für ihn tun kann. Und er ist auf dem Weg, dass er ihn trotzdem ruft. Wessens Telefone sind das? Bitte mach die aus. Deswegen, liebe Geschwister, sagen wir, dieser Begriff ist von Allah Azza wa Jalla gewählt. Und dieser Begriff Kuffar trifft auf jeden zu, der nicht den Islam angenommen hat. Trifft auf jeden zu, der nicht den Islam angenommen hat. Nebenbei, bei uns im Arabischen, auch die Zurar, das bedeutet die Bauern, die Erde bepflanzen, sie heißen ebenfalls was? Kuffar.
Sie heißen ebenfalls Kuffar. Deswegen einmal hat einer eine Rede gehalten vor Bauern. Er sagte, ja, Ayyuhal Kafirun. Die sind auf ihn losgestanden. Die dachten, der hat mit ihnen Takfir gemacht. Und mit den Bauern gibt es keinen Spaß. Die werfen nicht nur Kartoffeln. Bedeutet auch Surah. Warum? Weil sie es sind, was haben wir gesagt, die Ernte bedecken, liebe Geschwister. طيب. Natürlich, Qul ya ayyuhal kafirun, sprich, o ihr Ungläubigen. Natürlich, manche haben ein Problem mit dem Wort ungläubig, weil sie sagen, alle glauben letztendlich an etwas. Es gibt keinen Ungläubigen. Jetzt auch ein Kafir, der hat einen Glaube an etwas Bestimmtes. Aber ich hoffe, man versteht, was wir meinen. Wir meinen damit ungläubig an Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es hatte einen Offenbarungsanlass, warum diese Ayah herabgesandt worden ist. Und so hat es im Koran viele Offenbarungsanlässe gegeben, dann wurden Ayat herabgesandt. Der Koran selber ist als ganzes Buch herabgesandt worden von Allah Azza wa Jal vom siebten Himmel, wohin? Zum ersten Himmel, zu Baytul Izzah. Das war schlagartig in einer Nacht. Aber von dort aus, von Baytul Izzah, ist er in einer Zeitfolge von 23 Jahren offenbart worden. Das heißt, wann auch immer ein Geschehnis war, ein Ereignis war, kam was herunter? Kam Koran herab. Das heißt, Allah Azza wa Jal, der damals schon den Koran bestimmt hat, wie er jetzt ist, subhanahu wa ta'ala, hat über jedes Ereignis Bescheid gewusst, wann es sein wird. Und daraufhin sind was herabgekommen. Ayat. Deswegen heißt Allah Azza wa Jal auch einer seiner Namen Al-Qahhar. Al-Qahhar bedeutet der Allbezwinger. Wenn Allah eine Sache entscheidet, so passiert sie. Wenn Allah will, dass du morgen stirbst, dann stirbst du morgen. Möge Allah uns nur einen guten Tod geben. Wenn Allah Azza wa Jal will, dass du das und das machst, dann machst du das. Er ist der Allbezwinger, subhanahu wa ta'ala. Der Tod wird dich niemals verfehlen. Oder kennst du jemanden, der ein Yeti ist, seit 10.000 Jahren lebt? Kennen wir nicht. Außer bei den Schiaen. Bei den Schia gibt es einen, der lebt in der Berghöhle seit 1400 Jahren, 1300 Jahren oder 1200 Jahren. Der ist bei ihnen was? Der Mahdi. Aber er ist nicht der Mahdi, sondern ihre Bank. Wisst ihr, was Bank bedeutet? Was schieben sie da rein, die ganzen Leute? Das ganze Geld und Gold, um es zum Mahdi zu bringen. Ja, der hat ja auch so viele Einkaufsmöglichkeiten in der Höhle. Die Leute von der Sunna haben sie aufgefordert. Die haben gesagt, oh ihr Schia, wir werden allesamt Schia. Natürlich, man muss verstehen, was sie meinen. Wir wollen nur eine Sache von euch. Lasst uns einmal nur Luki-Luki machen. Wie sieht dieser Schia hier aus? Wie sieht Al-Mahdi aus? Und dann werden wir alle Schia. Ich meine, diese Leute haben doch eigentlich ein Interesse, dass wir Schia werden, oder? Ich meine, sie gehen doch nicht umsonst auf der ganzen Welt herum und verteilen überall Geld, damit die Leute was annehmen. Ihre falschen Götzendienst, möglicherweise unter uns bewahren. Das machen sie doch nicht umsonst. Sie haben ihnen gesagt, die Leute, Gelehrten von Ahlus Sunna, wir nehmen eure Religion an, nur einmal, lasst uns sagen, Mahdi, bist du da? Haben sie es ihnen erlaubt? Hä? Sagt es, warum nicht? Das ist gar kein Mahdi. Das ist kein Mahdi. Da ist aber eine Bank. Und das Geschäft rentiert sich für die Schia. Aber leider, viele von uns, von unseren Leuten, von den Sunniten, denen fehlen ein paar Etagen im Gehirn. Und deswegen glauben sie diesen Leuten. Und ich meine das so, wie ich es jetzt sage, weil wer an sowas glaubt, Wallahi, da kannst du nur noch Dua machen, dass Allah Azza wa Jal ihnen ein neues Gehirn schenkt. Möge Allah Azza wa Jal uns Verstand geben. Das heißt, der Offenbarungsanlass war was? Die Mushrikun, sie kamen zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und es heißt in der Überlieferung, لَمَّا عَرَضُوا عَلَيْهِ sallallahu alaihi wa sallam أَنْ يَتْرُكَ دَعْوَةَ وَيُمَلِّكُوهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعْطُوهُ مِنَ الْمَالِ مَا يُرْضِيهِ وَنَحْوِ فَرَفَ. Sie kamen zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, wer? Die Mushrikun. Und sie haben ihn gesagt, er soll was unterlassen? Seine Dauer. Und ich möchte nur, dass ihr eine Sache begreift.
Hat der Prophet sallam eine ganze Armee hinter sich gehabt in dieser Zeit, ja oder nein? Nein. Hat er Geld gehabt? Hat er Macht gehabt? Nein. Nichts von dem. Aber wovor hatten sie Angst gehabt, die Muschrikun? Vor seiner Dauer. Ich will übersetzen. Die sogenannten Salafisten, die sie nennen, wie viele machen sie in dieser Bevölkerungszahl aus? Wie viele Millionen gibt es hier in Deutschland? Sagen wir 83 Millionen. Obwohl seit Mutawakkel da sind, vielleicht müssen wir nochmal nachdenken. Wo ist Mutawakkel, Leute? 83 Millionen. Wenn wir das prozentual ausdrücken wollen, wer diese sogenannten Salafisten sind, und ich erkläre dieses Wort nochmal, Salafist bei den Kuffar heißt was? Praktizierender Muslim. Praktizierender Muslim, nichts anderes. Aber sie nennen ihn Salafist, weil sie wollen diesen Islam nicht, der praktiziert wird. Wie viele sind es von dieser Bevölkerung? In Prozent ausgedrückt. 0,001%. Nach der neuen Studie, ja, von 0,001%. Wir reden über, ich weiß nicht, irgendwas mit 0,00000. So viel Fett wie in einem fettarmen Joghurt drin ist. Das heißt, das ist überhaupt nicht eine Zahl, die nennenswert ist. Frage: Was ist Ihr Lieblingsthema von den Deutschen hier in der Regierung? Salafisten. Aber subhanallah, die machen doch nicht mal 0,00000. Mit anderen Worten, wie die Muschrikun hier zum Propheten sallam gesagt haben, unterlass die Dauer. Wovor hatten sie Angst gehabt, dass diese Wahrheit in die Herzen der Menschen eingeht? Möge Allah azzawajal die Wahrhaftigen zum Islam leiten. Sie sagten, wir machen dir ein Angebot. Du lässt die Dauer, und wir werden dich auch über uns einsetzen, dass du über uns regierst. Oder wir werden dir so viel an Geld geben, wie du damit zufrieden sein wirst. Allahu Akbar. Jetzt möchte ich eine Sache von euch hören. Hat er es akzeptiert? Nein. Warum nicht? Geld. In einer anderen Überlieferung, Frauen, die hübschesten Frauen. Geld. Frauen, die besten Ärzte, und du darfst regieren. Wir werden nichts entscheiden, außer dass du dem zustimmst. Warum hat er abgelehnt? Na, weil er weiß, dass er die Dunya bekommt, aber die Akhirat verloren. Weil diese Leute den Islam annehmen wollen? Nein. Was hatten sie vor? Die Dauer zu stoppen. Mit anderen Worten, was der Verfassungsschmutz heute macht, der nimmt einen Geldkoffer mit. Da sind 15.000 Euro drin. Arbeite mit uns und wir werden gute Homies. Und du kriegst die 15.000. Machen das manche? Natürlich machen das manche. Weil die Kuffar wissen, womit sie jemanden locken können. Schaut mal, was haben sie ihnen angeboten? Feuchtpapier? Einen neuen Mülleimer? Was haben sie ihnen angeboten? Hä? Geld, Macht und Frau. Gefährliche Kombination. Geld, Macht und Frau. Das ist der Grund, warum viele heute Politiker werden. Das wollten sie erreichen, indem sie den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam von der Dauer wegbringen. Was sagte sie zu ihm weiter? Taqbalu minna ma na'riduhu alaik. Akzeptierst du von uns, was wir dir anbieten? Ta'budu alihatana sanatan. Du betest unsere Götter ein Jahr lang an und wir beten deinen Gott ein Jahr lang an. Angebot klar? Wir werden dich zum König machen. Du musst nur eins machen. Und jetzt wollen wir verstehen, wenn sie dich zu etwas locken, dann haben sie nur ein Ziel, dich wohin zu locken, zum Kufr, möge Allah uns davor bewahren. Sie sagten zu ihm, du dienst unseren Göttern, Mehrzahl, ein Jahr lang, und wir dienen deinem Gott ein Jahr lang. Yahua, eine Frage an euch. Haben diese Leute Akida, ja oder nein? Haben sie eine Akida, ja oder nein?
Sie sind bereit, ihre Götter einfach so zu verlassen. Das heißt, ihre Götter sind nicht wirklich wahre Götter, sondern sie sind nur ein Nutzen für sie. Schaut mal, die sagen, wir sind bereit, deinen Gott ein Jahr anzubeten. Wir verlassen unsere Götter in dieser Zeit. Allahu Akbar. Wie Umar ibn al-Khattab, als er damals noch Muschrik war, so heißt es in einer Überlieferung, später als er Muslim geworden ist, hat er das erzählt. Er sagte, kunna fil jahiliya nasna'u sanaman min al-ajwa. Wir waren in der Jahiliya, so haben wir eine Götze geformt, aus was? Ajwa sind Datteln aus Medina. Aus Datteln. Fana'budu, so haben wir sie angebetet. Thumma na'kulu, nachdem wir hungrig waren, haben wir sie dann gegessen. Sagt es mir bitte, welchen Wert haben ihre Götter gehabt? Gar keinen Wert. Sie haben keinen Wert gehabt. Aber sie kamen zum Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dachten, dass sie mit jemandem sprechen, der seinen Gelüsten folgt. Aber dieser großartige Gesandte ist nur was gefolgt der Offenbarung von Allah azza wa jalla. Wir werden deine Götter ein Jahr anbeten. Du wirst unsere Götter ein Jahr anbeten und wir beten deinen Gott ebenfalls ein Jahr. Und sie sagten zu ihm, إِيَّكُنْ خَيْرُ مَعْنَا أَصَبْتَ. Wenn die Wahrheit bei uns liegt, Mushrikun, und du hast unsere Götter angebetet, dann hast du der Wahrheit gefolgt. وَإِيَّكُنْ مَعْكَ. Und wenn die Wahrheit aber bei dir ist, أَصَبْنَا, so haben wir der Wahrheit bei dir gefolgt. Was sagte er, sallallahu alaihi wa sallam? مَعَاذَ اللَّهُ. Allah schütze mich, an ushrika bihi ghayra, dass ich jemand anderen anbete außer Allah azza wa jalla. Dann kam die Ayah herab, qul ya ayyuhal kafirun, sprich, o ihr Ungläubigen, ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Das heißt, ich heute, wie ihr mich gefragt habt, worum ihr mich gebeten habt, ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Und ihr betet genauso auch nicht das an, was ich anbete. Denn meine Aqidah ist klar. Meine Aqidah ist Tawhid. La ilaha illallah. Niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer Allah Azza wa Jal. Und Allah akzeptiert keine andere Ibadah zu ihm, außer dass sie einzig und alleine für wen ist? Für Allah Azza wa Jal. Aber eure Aqidah ist, man kann neben euren Göttern anbeten, was man kann. Und wer soll euch bestrafen, diese Götter, die ihr anbetet? Das heißt, er hat ihnen gesagt, mein Tawhid erlaubt es nicht, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dass ich neben Allah etwas anderes anbete. Und euer Schirk erlaubt es genauso wenig, dass ihr etwas anbetet, was einzig und allein ist. Allah. Und Allah sagt weiter, وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَعَبَدٌ. Und ich werde niemals das anbeten, zukünftig. Niemals. Komme, was wolle, was ihr anbetet. Und ihr werdet niemals das anbeten, was ich anbete. Denn wir sind Mu'min, wir sind Gläubige und ihr seid Kuffar. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ. Ihr habt eure Religion, mit der ihr zufrieden seid, für die ihr kämpft, euer Leben opfert und alles daran setzt, dieser Religion nach vorne zu verhelfen, obwohl ihr selber nicht an diesen Göttern glaubt, während ich meine Religion habe, mit der ich zufrieden bin und wo ich weiß, dass ich einen Nutzen davon haben werde, Allah Azza wa Jalla anzubeten. Und ich weiß, dass Allah Azza wa Jal mich in das Paradies hereinbringen wird für das, was ich getan habe, nämlich habe ihn einzig und alleine angebetet. Das ist die Sache. Das ist die Sura Al-Kafir. Ja, Ikhwan, lakum dinukum wa liyadi. Ihr habt eure Religion und ich habe meine Religion. Eine Frage. Warum sollten uns die Kuffar nach unserer Religion fragen, wenn wir genauso aussehen wie sie
Und wenn wir genau uns so verhalten wie sie, und wenn wir Allah nicht so anbeten wie sie, und wenn wir Allah Azza wa Jalla nicht so fürchten wie sie, und wenn wir uns genauso anziehen wie sie, haben sie dann noch einen Grund, uns nach unserer Religion zu fragen? Nein. Und das ist das Problem, was wir haben, dass viele Muslime, die sehr, sehr nachlässig geworden sind, nur beim zweiten Hingucken zu erkennen sind, dass sie überhaupt Muslime sind. Wir tragen Bart, Alhamdulillah, mit Stolz tragen wir den Bart. Eine Frage, wenn die Christen Jesus malen, haben sie schon mal einen Bartlosen gemalt, ja oder nein? Ja. Sondern sie malen immer jemanden, der einen Bart hat. Warum? Weil sie wissen, das ist eine Eigenschaft von einem Rechtschaffenen. Das wissen sie. Selbst der Weihnachtsmann hat bei ihnen einen Bart. Subhanallah, wofür schämen wir uns? Für die Wahrheit? Schaut mal, Allah sagt, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ. Oh, ihr Unglück. Hat Allah sie gelobt? Wie kann es sein, dass Allah Azza wa Jal hier diesen Leuten eine schwere Warnung, und ich betone, eine schwere Warnung zukommen lässt, und du lebst darauf hin, wie diese Leute, denen Allah Azza wa Jal eine schwere Warnung zukommen lässt? Was meinst du, Abul Bara? Ich sage dir, was ich meine. Schau die Lieder an, die du hörst, deine Musik, Dr. Dre, Buff Diddy. Schau die Serien, die du schaust, die mehr als übel sind. Man traut sich nicht mal mehr, die Namen auszusprechen von diesen Serien. Schau deine Vorbilder an, im Fernsehen. Schau, wie du dich anziehst, wie du dich gibst, wie du redest. Und schau, wie du versuchst, dich bei den Kuffar einzuschalten. Das ist der deutliche Verlust. Was meinen wir mit Einschleimen? Was haben sie erwartet, die Mushrikun, nachdem sie ihnen dieses Angebot gemacht haben? Sie haben ihnen gesagt, wenn du ein Jahr unsere Götter anbetest, werden wir ein Jahr dein Gott anbeten. Mit anderen Worten, komm herunter von deinen Prinzipien. Und das ist das, was die heute mit uns machen. In den Ländern und so weiter und so fort. Wir werden euch geben, aber was macht ihr? Ihr lebt wie wir. Sagen wir was Falsches, ja oder nein? Ihr lebt wie wir. Was heißt, ihr lebt wie wir? Und Allah Azza wa Jalla hat geantwortet, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Die Juden und Christen werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du ihren Glauben folgst, das heißt den Islam verlässt. Und wenn ihr schaut heute, wenn sie mit den sogenannten muslimischen Regierungen einen Deal machen, verhandeln, dann immer zu Kosten von was? Von der Religion. Wir werden euch geben, nur was sollt ihr machen? Dafür lässt ihr keinen Salafismus zu. Dafür versucht ihr, den Koran zu ändern und die Sunna zu ändern. Haben wir diese Leute in den sogenannten Regierungen, die jetzt den Koran und die Sunna ändern wollen? Möge Allah ihren Zustand ändern, indem er ihnen die Strafe sofort gibt. Ey Wallah, was für Verbrecher. Das ist das. Das ist Surat Al-Kafir. Ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Das heißt, was hat der Prophet, was hat Allah uns beigebracht? Dass wir was haben? Izza, Stolz. Für was? Für unsere Religion. Und komme, was wolle, sie können uns anbieten, was sie wollen. Wir werden niemals unsere Religion verlassen. Niemals. Möge Allah uns befestigen. Eine Frage an dich, Odina Ammas. Was wärst du bereit, für deine Religion zu verlassen? Was? Was müsste man dir anbieten, damit du deine Religion verlässt? Bitte schön. Nix. Also, man kann mir alles anbieten, aber ich fällt immer auf der Religion. Drei. Sag mir mal, was ein schöner Wagen. Für mich ist der Ford Galaxy ein schöner Wagen. Aber jetzt so bei euch. Mahmoud. Keine falsche Ferrari.
Ferrari und 1 Million. Ferrari, 1 Million und Ali Schwarz. So wird keiner die Sache lassen. Der Muslim sagt immer, Alhamdulillah, ich bin zufrieden mit meiner Religion. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasul. Ich bin zufrieden mit Allah als Ilah und mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und mit dem Islam. Komme was wollen. Weil ein Muslim weiß, wenn er diese Religion aufgibt, dann wird er für ewig im Höllenfeuer schmoren. Glaubt ihr daran? Bei Allah, ich glaube daran. وَمَنْ يَرْتَدِدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Und wer dann seine Religion verlässt, die Religion des Islam, und als Kafir stirbt, so werden alle seine Taten gelöscht werden. Und er wird für ewig in das Höllenfeuer hereingeworfen. Nie wieder wird er von dort herauskommen. Wenn ein Muslim das versteht, dann ist er bereit, alles zu opfern für seine Religion. Und Geduld zu zeigen für seine Religion. Und wenn er auch auf diesem Weg einen Schaden erfährt, so nimmt er es in Kauf für Allah. Denn Allah wird ihm was Besseres geben, als das, womit er ihn geprüft hat. Und wenn Allah Azza wa Jal dir hier dein Vermögen nimmt, so wird Allah Azza wa Jal dir etwas Besseres im Paradies dafür geben. Und wenn Allah Azza wa Jal dir hier sogar dein Leben nimmt, so wisse, im Paradies wirst du niemals sterben. Was auch immer, Allah wird dir etwas Besseres ersetzen als das, was du hier besessen hast. Und wenn du das einmal verstehst, dann wirst du niemals zum Weg der Ungläubigen zurückkehren. Möge Allah Azza wa Jal uns befestigen, uns auf diesem Weg leben und sterben lassen und uns Yawm al-Qiyamah mit Habibullah, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam vereinen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barat lau fikum wa jazakum akhiran. Für euer gutes Zuhören, liebe Geschwister. Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit für die Fragen. Auch die Geschwister im Internet können ihre Fragen schreiben. Aber bitte versucht, nützvolle Fragen zu stellen, so dass wir nicht immer dieselben Fragen beantworten müssen. Beten in der Tat. Nein. Es wird gefragt, ich bin seit einem Jahr konvertiert und möchte aber, dass meine Mutter auch den Islam kennenlernt. Wie gehe ich das am besten an? Eine Schwester sagt, sie ist seit einem Jahr konvertiert, Alhamdulillah, möge Allah diese Schwester befestigen. Und sie möchte gerne auch, dass ihre Mutter konvertiert. Ich kann dir nur eine Sache sagen. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Du kannst nicht denjenigen recht leiten, den du liebst. Allah aber leitet recht, wen er will, subhanahu wa ta'ala. Was verstehen wir unter dieser Aya? Wir verstehen unter dieser Aya eine Sache. Das ist nicht in unserer Hand. Egal wie sehr wir diese Person lieben. Und diese Aya kam herab, und die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei seinem Onkel Abu Talib einmal hereingekommen ist. Abu Talib war im Sterbebett. Und bei Abu Talib waren seine üblen Freunde. Wer? Die Köpfe des Kufr wal-Iyadu billah. Ubay ibn Khalaf und andere. So haben sie ihm gesagt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat, Kalima, sagt ein Wort, so dass ich Yawm al-Qiyamah für dich was machen kann, Shafa'a, ein gutes Wort für dich einlegen kann. Dann sagte sofort Abu Jahl, er sagte zu Abu Talib,
willst du die Religion deines Vaters verlassen? So sagte er, Abu Talib, ich bin auf der Religion von meinem Vater. Das heißt, ich bin ein Muschrik. Und später hat er, und davor hat er einen Zettel geschrieben, Abu Talib. Auf diesem Zettel stand, wie könnte ich, bedeutet als alter Mann, die Religion von wem annehmen? Von meinem Neffen. Das heißt, er hat die Religion abgelehnt aus was? Aus Hochmut, aus Kibbel. Und normalerweise wäre er in der untersten Stufe des Höllenfeuers. Schaut, Subhan al-Malik, er sagte der Prophet zusammen ein Wort, nur sag la ilaha illallah. Und so werde ich für dich Fürsprache einlegen. Er sagte, ich bleibe auf der Religion von meinem Vater. Und so ist er gestorben. Dann kam die Ayah herab, du kannst nicht den Recht leiten, den du liebst. Aber Allah leitet Recht, wen er will. Subhanahu wa ta'ala. Und daher, das musst du wissen erstmal, Schwester. Und zweitens, deine Aufgabe ist, Dua für deine Mutter zu machen, viel Bittgebete zu machen, möge Allah azawajal sie recht leiten zum Islam. Und deine Aufgabe ist es, sie über den Islam aufzuklären, damit sie nicht das Falsche denkt, wie diese Verbrecher, die den Islam im Fernsehen falsch darstellen. Und der beste Beweis für dich ist dein Verhalten. Deine Mutter muss merken, meine Tochter ist anders geworden. Warum ist sie anders geworden? Nur durch eine Sache, durch den Islam. Und wenn sie merkt, dass du anders geworden bist, besser zu ihr, fürsorglicher zu ihr und du bemühst dich, sie zufriedenzustellen, glaube mir, Schwester, das wird nicht spurlos an ihr verschwunden. Das wird nicht spurlos an ihr vorbeigehen. Daher versuch gut zu deiner Mutter zu sein, mach viele Bittgebete für sie und versuch sie mal in die Moschee mitzunehmen. Vielleicht gibt es dort einen Imam, der Wissen über die Religion hat, sodass sie auch ihre Fragen stellen kann. Sag ihr, schau mal Mutter, ich habe nichts zu verbergen. Ich nehme dich in irgendeine Moschee. Irgendeine Moschee meine ich natürlich von einem Sunna wal Jamaa. Nicht, dass deine Mutter Breakdance lernt dort in der Moschee. Dass nicht ausgemacht wird und dann geht Hula Hu, Hula Hu. Na? Sondern schon eine Moschee, passt, wo Ahlus Sunna sind. Dann soll sie mit dem Imam reden und sie soll sich auch einen Eindruck verschaffen. Schaut mal, vielen wird dieser Islam zu einem Monster, formiert, sodass sie denken wirklich, man kann nicht in diese Moscheen reingehen. Aber wenn sie reingeht und sieht, dass es anders als wie die Feinde Allahs das beschreiben, dann wird sie auch inshallah ta'ala locker werden. Viele Leute, die hierher gekommen sind zu unserer Moschee, sie haben danach ein ganz anderes Bild gehabt. Weil die Leute mich natürlich als Monster darstellen im Fernsehen. Alhamdulillah, wir brauchen Hasanat, ja, Muqiyama. Deswegen schreibt noch mehr über uns. Einer kam einmal zu mir, er sagte, ja, ich habe dich im Internet gefunden und dann habe ich gelesen, du bist ein Salafist, ein Extremist und du bist gefährlich. Dann habe ich gesagt, das ist mein Mann, mit dem muss ich reden. Alhamdulillah, der ist Muslim geworden. Deswegen sage ich euch, die Hidayah, die Rechtleitung hat nur wer in der Hand. Allah, die Kuffar können schreiben, was sie wollen. Aber Allah bestimmt, wer Muslim wird. Wallahu ta'ala ala. Wa an. Tafadda. Ich wollte fragen, was der Lohn ist für dreimal Surat al-Ikhlas. Was ist der Lohn für dreimal Lesen von Surat al-Ikhlas, haben wir gesagt. Als ob man den Koran durchgelesen hat. Das ist ein gewaltiger Lohn. Und wer zehnmal am Tag Surat al-Ikhlas liest, was haben wir gesagt? Dem baut Allah ein Schloss im Paradies. Wallahi, es ist so leicht, ein Schloss zu bekommen im Paradies. Schaut mal, wie schwer das hier ist, ein Schloss zu bauen. Ja, hier hast du ein Schloss? Ich dachte wenigstens im Internet. Bei irgendeinem Spiel hast du ein Schloss. Was will ich euch damit sagen? Wenn wir eine Gebetsreihe aufstellen, eine Gebetsreihe. Was heißt Gebetsreihe? Wir beten jetzt das Gebet. Was hört ihr immer von mir, wenn wir kurz bevor wir mit dem Gebet anfangen, dann sagen wir, Istau, ja, weiter. Suddul Furaj. Das heißt, schließ die Lücke. In einer Überlieferung sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist von Aisha radiallahu anha, überliefert, er sagte, derjenige, der in einer Gebetsreihe die Lücke schließt, so baut Allah ihn ein Schloss im Paradies. Allah sagt, derjenige, der in einer Gebetsreihe steht und die Lücke schließt, so baut Allah ihm ein Schloss im Paradies. Allahu Akbar. Warum hier Mühe geben?
Das ist die Sache. Von daher, liebe Geschwister, das ist sehr leicht, Lohn zu bekommen. Wallahu ta'ala ala. Wa ala. Tafadl. Kannst du was? Ist das Handeln mit Kryptowährungen, also speziell Bitcoins, erlaubt? Ist das Handeln mit Bitcoins erlaubt oder nicht? Diese Sache, liebe Geschwister, wird noch genau erforscht von den Gelehrten. Es gab schon Gelehrte, die sich diesbezüglich geäußert haben, allgemein, und auch natürlich klare Marktbedingungen gesetzt haben, so dass diese Sache dann auch wirklich halal wäre. Aber noch gibt es kein abschließendes Urteil von dem gelehrten Komitee, die auch natürlich Ahnung über was haben? Über die Wirtschaft. Denn es gibt Komitees, da reicht es nicht nur, dass du ein Gelehrter bist, sondern du musst auch was verstehen, das Prinzip der Wirtschaft, wie sie funktioniert. Und so ein abschließendes Urteil habe ich noch nicht gesehen, Wallahu ta'ala ala wa alam, was unser Sheikh Salah al-Munajjid, Hafidullah, möge Allah azza wa jalla ihn aus dem Gefängnis befreien. Was er gesagt hat, ist, dass diese Sache problematisch ist und auch andere Schuyuch, aber ein abschließendes Urteil haben sie diesbezüglich noch nicht gegeben. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und wir dürfen uns nicht ein Urteil anmaßen, außer dass wir die Gelehrten hier den Vorzug lassen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Es wird gefragt, kann ich den Koran lesen, obwohl ich Wudu habe, aber die Kleidung unrein ist? Kann ich den Koran lesen, obwohl ich Wudu habe, aber die Kleidung unrein ist? Natürlich kannst du den Koran lesen. Aber wenn deine Kleidung unrein ist, dann mach sie so schnell wie möglich sauber. Nicht, dass du das vergisst, denn wenn du so betest mit dieser Kleidung, dann ist dein Gebet ungültig. Das heißt, wenn du es von vornherein gewusst hast. Allahu ta'ala ala wa alam. Gibt es gleich, wenn man den Koran direkt vom Koranbuch liest? Oder auswendig vorliest? Gibt es einen Unterschied, ob man den Koran direkt liest, das heißt vom Buch, oder ob man ihn auswendig rezitiert? Natürlich, das hängt immer von der Situation ab, was größer ist an Lohn, was ein größerer Lohn ist. Zum Beispiel, wenn du im Gebet stehst, dann rezitierst du Koran aus dem Gedächtnis. Dann kannst du kein Buch nehmen. Okay? Außer bei einem freiwilligen Gebet, das ist was anderes. Aber ich rede jetzt über ein Pflichtgebet. Okay? Wenn du zum Beispiel wiederholst, dann rezitiere, ohne in das Buch hereinzuschauen. Aber du willst 10 Hasanat pro Buchstabe. Dann handelst du nach dem Hadith, wer einen Buchstaben vom Kitab liest, vom Buch liest, das heißt lesen, so bekommt er dafür 10 Hasanat. Nein? Das heißt, welches besser ist, ist immer davon abhängig von der Situation. Wenn du im Gebet stehst, ist es besser, vom Kopf zu lesen. Oder wenn du wiederholst oder sonstiges. Wallahu ta'ala. Ala wa ala. Also, wir kennen ja jetzt das Urteil und die Strafe von den Kuffar und von den Muschriken. Wie ist das Urteil und die Strafe, also zwei Fragen jetzt in einem, wie ist das Urteil und die Strafe von dem Murtad, von dem Murtadin und von dem, wenn jemand ein Gerücht verbreitet über einen Muslim, dass er Murtad geworden ist, ohne Beweis. Wir kennen jetzt das Urteil und die Strafe für die Mushrikun, für die Kuffar. Wie ist das Urteil über den Murtad? Genau dieselbe. Der Murtad, der den Islam verlässt, Al-Murtad, Al-Ladhi irtadda an dinihi, das ist derjenige, der den Islam verlässt, so hat er ebenfalls dieselbe Strafe, dass er für ewig in das Höllenfeuer hereingeht. Wenn er nicht natürlich vorher bereut. Wenn er nicht vorher bereut. Wenn er als Murtad stirbt, das heißt, indem er zum Beispiel Allah beschimpft hat, großen Kufr, großen Schirk gemacht hat, so verlässt dieser die Religion und er stirbt als Kafir. Der wird nicht begraben bei den Muslimen, ganz gleich wie er heißt. Der kann heißen Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. Trotzdem geht er für ewig ins Höllenfeuer. Und was ist das andere? Dass jemand über einen Muslim sagt, dass er ein Murtad ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, Atadruna mal Riba, die Überlieferung ist bei Bukhari. Wisst ihr, was die Riba ist? Sie sagten, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, Dikru Achab bima yakra.
dass man etwas über seinen Bruder sagt, was er nicht mag. Dann fragte einer, und wenn das die Wahrheit ist, er sagte, das ist Riba. Wenn das die Wahrheit ist, das ist Riba. Das heißt, auch wenn es die Wahrheit ist, er darf es nicht machen. Dann fragte er, und wenn es nicht die Wahrheit ist, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann ist das Buhtan. Buhtan, das ist eine gewaltige Sünde unter den gewaltigsten Sünden. Das heißt im Deutschen Verleumdung. Das ist nicht Riba, dass du hinter dem Rücken von jemandem lästerst, sondern Buhtan ist, dass du eine Lüge erzählst über eine Person, die nicht stimmt. Was denkt ihr aus dieser Überlieferung? Was ist schlimmer? Riba oder Buhtan? Buhtan, weil bei der Riba ging es darum, war es die Wahrheit, ja oder nein? Da war es die Wahrheit. Was ist bei Buhtan? Das heißt, das ist nicht die Wahrheit. Und bei der Riba, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, als er Leute gesehen hat bei der Nachtreise, er sagte, sie hatten Fingernägel aus Nuhas. Nuhas ist was? Kupfer. Und damit haben sie sich ihre Brust und ihre Gesichter zerschnitten. Er fragte dann sallallahu alaihi wasallam, wer sind sie? So wurde zu ihm gesagt, das sind Leute, die haben das Fleisch ihrer Brüder gegessen. Was heißt das Fleisch ihrer Brüder gegessen? Sie haben über sie gelästert. Wenn das die Strafe im Grab ist, dafür gibt es eine Strafe im Grab, vor Jahannam natürlich, möge Allah uns bewahren, dann was ist die Strafe für Buhtan? Sagt es. Was ist die Strafe für Buhtan? Nein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man qala li akhihi ya kafir. Derjenige, der zu seinem Bruder sagt, du Kafir. Und im Übrigen, Munafir ist schlimmer oder nicht schlimmer? Schlimmer. Ist schlimmer. Weil jeder Munafir ist ein Kafir, aber nicht jeder Kafir ist ein Munafir. Weil ein Munafir, er zeigt nach außen den Islam, aber innen drinnen, was versteckt er? Kufr. Wer zu seinem Bruder sagt, oh Kafir, so fällt das auf einen von beiden zurück. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah sagt als Erklärung, damit wollte der Prophet sallam klar machen, wie gefährlich diese Sache ist. Aber heutzutage, ich sage euch das ganz ehrlich, das ist wie Milch trinken geworden. Ein Mann, eine Frau, sie streiten sich, Scheidung, sie sagt ihn du Kafir, er sagt ihn du Kafir. Kein. Weil diese Leute, wenn sie Allah fürchten würden, würden sie sowas nicht machen. Aber weil sie Allah definitiv nicht fürchten, und das sage ich klar, so hörst du von ihnen alles, was man nur hören kann, möge Allah uns bewahren vor so einem Irrgehen. Darf ich meiner Mutter verleugnen, dass ich nicht mehr hier in diese Moschee gehe, da sie mir dies verbietet? Sie will, dass ich in eine türkische Moschee gehe, wo viel Bedarf vorkommt. Auf jeden Fall, ich denke, dass deine Mutter das nicht so mit Aqida meint, dass sie nicht weiß wirklich, was das Richtige und das Falsche ist, sondern sie denkt einfach, dieser Weg ist richtiger. Alles ist einfach Jahil. Deswegen empfehle ich dir, Schwester, wenn du in die Moschee kommst, du hast die Möglichkeit, zweideutig zu antworten. Zum Beispiel, wenn deine Mutter sagt, wo warst du? Und du warst an dem Tag zum Beispiel in Kaufland. Dort gehe ich immer hin, weil ich mittlerweile weiß, wo alles liegt. Hamburger, dann geht es schneller. Schlimmste ist, wenn du in einen Laden reinkommst und nicht weißt, wo die Hefe ist. Dann suchst du 2 Stunden. Bist du was anderes zu Hefe machst. Auf jeden Fall, in diesem Fall sagst du, ich war wo? In Kaufland. Hat sie gelogen? Nein. Bei Lügen dürfen wir nicht. Aber hier hat sie zweideutig geantwortet. Die Mutter hat verstanden, sie war in Kaufland, aber sie war in der Moschee. Wallahu ta'ala. Nein. Es gibt ja das Istikhara-Gebet. Wenn wir eine Sache zum Beispiel halt angehen wollen und die Führung Allah Ta'alas halt wissen wollen mit seiner also Weisheit und Wissen über das Verborgene. Mhm. Wie ist es bei Angelegenheiten, wo man sich unschlüssig ist? Darf man dann zum Beispiel Lose ziehen, um Entscheidungen treffen zu können? Lose ziehen, was meint man genau mit Lose ziehen? Man schreibt es zum Beispiel auf einen Zettel oder so und Alternativen und dann zieht man einfach, weil man selber halt nicht weiß, wie man vorgehen soll. Wählen zum Beispiel, ich sage, für mich, wenn das bei mir nicht klappt, dann mache ich das, zum Beispiel. Das ist kein Problem. Okay? Was nur verboten ist, ist Glücksspiel.
Weil es gab damals diese Art Losfeinde, das haben die Mushrikun gehabt. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran in Surat Al-Ma'idah, Ya ayyuha alladhina amanu, innama al-khamru wal-maysir wal-azlam wal-azlam wal-anṣab wal-azlam rijisum min amali shaytan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jazakallah khair. O ihr, die ihr glaubt, verboten wurde euch der Alkohol und das Glücksspiel. Und dann nennt Allah nach dem Glücksspiel, das ist Ansab und Aslam, das waren Spiele aus der Jahiliya, da haben die Leute sozusagen wie Aberglaube gehabt. Ja? Sie haben damit so gelosfeilt und diese Spiele hat Allah Azza wa Jalla verboten. Wenn das nicht in diese Richtung geht, dann also ist das was jetzt zwischen drei Autos zum Beispiel entscheiden will. Das ist anders, das ist nicht das Gebot. Zettel schreiben und dann ziehen und. Wenn sie nichts anderes zu tun hat, dann ja. Aber ja, das, was verboten ist, habe ich klar erklärt. Das ist das, was mit Glücksspiel zu tun hatte. Wallahu ta'ala ala. Es wird gefragt, ich habe zu Hause Putenwiener. Ich habe zu Hause? Putenwiener. Wiener. Würstchen. Pute kenne ich. Wiener? Also Würstchen. Ach so, okay. Wiener Würstchen. Alles klar. Da steht Halal drauf. Die Firma schlachtet höchstwahrscheinlich mit Betäubung. Ich habe Zweifel, ob das Tier bei der Betäubung noch lebt oder gestorben ist. Was soll ich? Wie ist die Sache, wenn ein Tier betäubt wurde? Ist das dann Halal zu essen oder nicht? Wir müssen hier unterscheiden, liebe Geschwister. Wenn ein Tier betäubt wurde und theoretisch noch am Leben ist, oder sagen wir praktisch noch am Leben ist, und dann schlachtet man es, dieses wäre Halal. Weil die islamische Schlachtung ist von einem Tier, was noch nicht Meita ist. Meita heißt was? Tot ist. Solange das Tier lebt, ist das Halal dann zu essen, nachdem du es islamisch geschlachtet hast. Aber wenn die Tiere betäubt wurden, und ihr solltet eins wissen hier in den Gesetzen, hier in Deutschland, wenn das Tier betäubt wird, so wird es meistens so betäubt, dass es danach schon auch tot ist. Das sollte man wissen hier in den Gesetzen. Okay? Dass es schon tot ist. Hier isst du nicht von diesem Tier, weil bei allen vier Rechtsschulen, ist der Grundsatz, das Fleisch ist generell verboten. Verboten, bis wir was? Bis wir wissen, dass es halal geschlachtet wurde. Und heutzutage, subhanallah, will man uns erklären, Deutschland wäre ein christliches Land. Ich weiß nicht, ob diese Person hier lebt oder nicht lebt. Ich meine, wir leben seit über 20 Jahren hier. Und die meisten Leute, die ich kenne, und andere kennen und wieder andere kennen, ist, dass sie christlich sind oder Atheisten. Die meisten sind Atheisten. Und das zeigt ja auch, wie viele Leute von der Kirche austreten. Nicht nur austreten, weil sie sagen, nee, ich will das nur nicht bezahlen, aber ich bleibe weiterhin Christ. Nein, nein, sie wollen damit nichts zu tun haben. Deswegen, zumindest können wir sagen, wenn wir auch natürlich sagen, hier gibt es einen, hier gibt es Leute der Schrift, zumindest können wir sagen, ein großer Teil ist dir atheistisch veranlagt. Daher kannst du nicht bei diesen Leuten essen. Selbst wenn ein Atheist schlachten würde, dürften wir es essen? Nein. Denn es gibt zwei Bedingungen. Einmal, dass die Person von wem ist? Ein Muslim oder von Ahlul Kitab, Jude oder Christ. Und zweite Bedingung, dass er es geschlachtet hat. Eine Bedingung ohne die andere? Geht nicht. Wenn jetzt ein Chinese kommt und zehnmal sagt, Allahu Akbar, zehnmal, und er schlachtet danach, dürfen wir? Dürfen wir? Wir dürfen nicht. Warum? Weil er was ist? Ein Muschrik. Gehört er zu Ahlul Kitab? Nein, er gehört nicht zu den Juden und Christen. Genauso, wenn ein Christ ein Tier betäubt und es stirbt, dürfen wir es essen? Aber war doch ein Christ. Das ist die Sache. Deswegen, beide Bedingungen müssen miteinander übereinstimmen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadda. Macht die Sura Al-Zalzala auch ein Drittel vom Koran aus? Die Überlieferung bei At-Tirmidhi, dass Al-Zalzala ein Drittel vom Koran ausmacht,
Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala sagt, die Überlieferung ist allgemein authentisch, außer dieser Teil mit Al-Zalzala. Dieser Teil ist nicht authentisch. Dieser Teil vom Sana, vom Matn, vom Text, das heißt der Text im Hadith, ist nicht authentisch. Das andere ja. Al-Kafirun stimmt, aber nicht Al-Zalzala. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Darf eine Frau in der Moschee heiraten, also die Kirche sozusagen Vertrag abschließen, wenn sie menstruiert ist? Darf mit einer Frau den Heiratsvertrag gemacht werden, wenn sie menstruiert ist? Nein. Darf gemacht werden. Also sie darf sich ja nicht in der Moschee normalerweise aufhalten? Nach der richtigen Ansicht doch. Deswegen habe ich mit Ja geantwortet, weil Aisha radiallahu anha, sie fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, ja Rasulallah, was kann ein Pilger machen? Sie meinte jemand, der menstruiert ist. Was kann dieser Pilger machen, wenn er in der Zeit menstruierend ist? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alles außer den Tawaf. Wo fragte sie diese Frage? Im Haram. Was ist Haram? Eine Moschee. Und in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam lebte eine Frau, sie hat wo gelebt? In der Moschee. Was hat sie gemacht? Sie hat sauber gemacht. Ja, die Frau kriegt ihre Menstruation. Deswegen, Wallahu ta'ala ala wa'ala, die Frau darf auch in der Moschee herein, mit einer Bedingung, dass sie sich so schützt, dass nichts durchkommt bei ihr, Wallahu ta'ala ala wa'ala, weil das Menstruationsblut besonders najis, besonders unrein ist. Du meldest dich genau wie mein Sohn. Wenn er nicht gesehen wird, dann macht er noch mehr. Zwei Fragen. Und zwar, die erste Frage ist, beim Koran lesen, die 10 Hasanat, bei Arabisch oder auf Deutsch, ist egal? Ja, wahrscheinlich. In welcher Sprache ist der Koran offenbart worden? Arabisch. Ja, dann der Prophet Sassalam hat über die deutsche Übersetzung gesprochen. Nein. Der zweite. Ist es von der Sunna, das Aisha-Gebet zu... Ist es von der Sunna, das Aisha-Gebet aufzuschieben? Jetzt muss ich schon für dich stehen. Satz vervollständigen, Jazakallah. Bis zu welchen Klasse warst du in der Schule? Alhamdulillah. Ja, das ist die Sunna. Und die Überlieferung ist bei Abu Huraira radiallahu an, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Bukhari und Muslim, würde ich es meiner Umma nicht so schwer machen wollen, hätte ich ihnen befohlen, das Aisha-Gebet aufzuschieben. Hätte ich es ihnen befohlen, das Aisha-Gebet aufzuschieben. In einer Überlieferung bei Imam Muslim sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Aisha-Gebet ist bis zur islamischen Mitternacht. Das heißt, das ist die Grenze. Man darf nicht darüber hinaus. Na? Wallahu ta'ala ala. Tfadl. Was ist islamische Mitternacht? Islamische Mitternacht errechnest du den Unterschied zwischen Maghrib und Fajr. Zum Beispiel Maghrib ist momentan, Hamza, wann? Sagen wir 17 Uhr, damit wir es leichter machen. 17 Uhr. Und wann ist Fajr? 6.30 Uhr. Das heißt, von, sagen wir 6 Uhr. Von 17 Uhr zu 6 Uhr sind wie viele Stunden? 13 Stunden. 13 durch 2? 6,5. Ja, wenn du so guckst, dann weißt du es nicht. 6,5. Jetzt schlagen wir diese 6,5 Stunden auf was? Auf Maghrib-Gebet. Das heißt, wenn wir sagen, Maghrib ist 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.30 Uhr. Das ist dann die islamische Mitternacht. Bis dahin muss man spätestens gebetet haben. Wallahu ta'ala ala wa ta'ala. Ein Bruder hat zum Islam gefunden, und er wollte früher sehr viele Sachen gemacht, wie Raubüberfälle. Der will jetzt aber irgendwie die Sache wieder gerade liegen. Aber weiß nicht wie. Wenn er zur Polizei geht, kriegt er vielleicht 10 Jahre. Wenn er zu der Person geht, vielleicht ruft er die Polizei. Was soll er tun, diese Person? Damit er später nicht hat. Eine Person hat vor seinem Islam, und Alhamdulillah, Allah hat ihn recht geleitet, viele kriminelle Sachen gemacht. Unter anderem hat er Raubüberfälle gemacht. Was ist mit seinem Geld? Was soll er machen hier diesbezüglich? Die Gelehrten Achil Karim, sie unterscheiden zwischen zwei Arten von Haramgeld. Das eine Haramgeld ist aufgrund von Angebot-Nachfrage passiert zwischen zwei Leuten, zum Beispiel. Einer kommt, hat bei dir Alkohol gekauft. Er war zufrieden, du warst zufrieden, so habt ihr, der eine hat Geld verdient und der andere hat seinen Alkohol bekommen.
So ist Haramgeld zustande gekommen, aber auf Basis der Zufriedenheit von beiden Leuten. Bei dem Raubüberfall sieht es anders aus. Das hat er nicht mit der Zufriedenheit des Überfallenden gemacht, richtig? Genau. Deswegen, dieses Geld muss er zu den Leuten zurückbringen. Im ersten Fall, das Geld, was er durch Alkohol und durch Haramsachen verkauft hat, dieses Geld, wenn er bereut, nach einem Teil der Gelehrten, kann er es so behalten. Aber das andere Geld, was er durch Raubüberfälle oder durch diese üblen Taten gemacht hat, dieses Geld muss er zurückführen zu den Besitzern. Wie kann er das machen? Indirekt, zum Beispiel, er weiß, von wem er Geld genommen hat, wenn er es weiß. Zum Beispiel einen Briefkasten, einen Brief reintun, wo Geld drin ist. So, nur ein Beispiel. Na, ich weiß jetzt nicht genau, wie das gelaufen ist. Wenn er das Geld nicht hat, dann hat er nichts. Aber er soll versuchen, dass er diese Sache regelt. Wenn das zu einer großen Fitna führt, jetzt mit den Personen selber, dann soll er Allah Azzawajal nur um Vergebung bitten. Wallahu ta'ala. Das in dem letzten Fall. Wenn es zu einer großen Fitna führt, Wallahu ta'ala alama. Die letzten 1, 2, 3, 4 Fragen. Na, fuck. Hast du darüber eine oder über dieses Ereignis einen genaueren Tafsir? Er fragt zu der Aya, wo Allah sagt, o ihr Gläubigen, wenn zu euch ein Fasik, was ist Fasik? Einer, der große Sünden öffentlich macht. Wenn zu euch ein Fasik kommt mit einer Nachricht, so vergewissert euch. Diese Aya geht eigentlich um jemanden, der ein Muslim war. Hier hat Allah Azzawajal uns geboten, dass wir uns erkundigen, bevor wir ein Urteil sprechen. Warum? Weil das, was er sagt, muss richtig sein, könnte gelogen sein, falsch sein. Deswegen sagt Allah Azzawajal, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. So schafft Klarheit. So schafft was? Klarheit. Warum? Weil ihr könntet etwas tun, was ihr später sehr bitter bereuen werdet. Und so endet die Aya. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Nur die, die sich erstmal gemeldet haben? Nein. Ist der Name Al-Hadi von Allah Azzawajal umstritten unter den Gelehrten? Allah Azzawajal subhanah sagt, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Und so haben wir von den Verbrechern für die Propheten Leute bestimmt, das heißt, die sie was machen werden, die ihnen versuchen, Schaden zuzufügen. Ja. Allah hat das bestimmt, das heißt, dass wir Geduld zeigen müssen als Gläubige bei diesen Anfeindungen von diesen Leuten. So haben wir für jeden Propheten einen Leute bestimmt, unter den Mujrimin, unter den Verbrechern. Aber es reicht, Allah Azzawajal reicht dir als Rechtleiter. Das heißt, er beschützt dich, er bewahrt dich, er wird dir dein Recht geben, subhanahu wa ta'ala, und Nasira, der dir zum Erfolg verhilft. Al-Hadi ist einer der Namen von Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, bestätigt. Im Koran. Wenn du erlaubst, also es sind noch drei Fragen offen. Die wichtigsten erstmal. Beim Gebet soll man ja die Füße zusammenstellen. Soll man das nur am Anfang oder die ganze Zeit tun? Wer sagt, dass man beim Gebet die Füße zusammenstellen muss? Also sie meint wahrscheinlich so. Man betet schulterbreit. Jeder kennt seine Schulter. Jeder kennt seine Schulter. Das heißt, man betet schulterbreit. Nicht, dass man betet, indem man Fuß an Fuß macht. Das ist nicht die Sunna Wallahu ta'ala ala wa. Nein. Ich habe das falsch gefragt. Wenn wir Gebet aufstellen, mal Knöchel. Ich dachte, eine einzelne Person. In der Reihe jetzt. Ich denke, ja. Wenn man in der Reihe steht, wie ist das mit dem Fuß an Fuß, Schulter an Schulter? Natürlich. Das ist
vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Seid, geht nicht auseinander, sonst werden eure Herzen auseinandergehen. Passiert? Wallahi, passiert. Passiert. Und Nu'man ibn Bashir radiallahu an, er sagte als Anhang zu diesem Hadith: Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, haben wir Schulter an Schulter und Fuß an Fuß gemacht, in einer Überlieferung. In einer anderen Überlieferung haben wir Fuß an Fuß, Schulter an Schulter, Knie an Knie gemacht. Gilt auch für Frauen. Ja? Abdullah, du setzt dich da drüben. Dann. Eine kleine Ermutigung zum Weitermachen. Ich habe keine Frage, ich möchte mich einfach nur mal bei dir bedanken für die sehr schönen und liebevollen Beiträge, die ich immer zu wenn ich Umrah machen möchte, aber keinen Mann habe, darf ich das in einer Frauengruppe machen? Wie ist das? Darf eine Frau in einer Frauengruppe die Umrah machen bzw. verreisen? Die islamischen Gelehrten haben zwei Ansichten, wobei die eine mit Beweis ist und die andere ohne Beweis ist. Die mit Beweis ist, ist die Überlieferung von Bukhari und Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Eine Frau, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so verreist sie nicht. Die zweite Überlieferung ist, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und er sagte: Ja, Rasulallah, ich möchte mich für den Dschihad eintragen bei dir. Aber meine Frau ist zur Hajj gegangen. So hat er zu ihm gesagt: Geh zurück und begleite deine Frau. Ja, wenn wir diesen Hadith verstehen, hat er ihn von etwas Unwichtigem weggeschickt? Nein. Von etwas sehr Wichtigem sogar. Und er sagte zu ihm: Geh und begleite deine Frau. Warum hat er nicht gesagt, sag deiner Frau, dass die mit anderen gehen soll oder sonstiges? Nein. Deswegen, Wallahu ta'ala alaihi. Und diejenigen, die sagen, man darf, die beruhen sich auf einem Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Es wird eine Zeit geben, wo eine Frau sicher von Hadramaut, das heißt von Jemen, zu einem bestimmten Ort gehen kann. Das ist nur ein Khabar, das ist nur eine Nachricht. Das heißt nicht, dass da Hukum drin ist. Das heißt nicht, dass es Hukum in diesem Hadith ist. In dieser Zeit wird es so sein, eine Frau kann sicher irgendwo hingehen. Na, aber es heißt nicht, dass er es erlaubt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und daher, von den richtigen Ansichten ist, dass die Frau das nicht machen darf. Aber du hast eine sehr leichte Lösung. Heirate einen Mann, inshallah. Und dann kannst du auch hier und dorthin verreisen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ich hatte schon Angst, dass einer von euch sich anbietet. Am besten ein Reiseführer.